und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Warum hat der jetzt nicht abgesenkt hier? Wir sind noch ein bisschen damit beschäftigt, unser Feld tiefen zu lockern. Na jetzt. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wobei wir... gleich mal in den Markt reinschauen, ob da irgendwas Interessantes für uns dabei ist. Können wir ja nebenbei auf dem Tablet machen. Bum, bum, bum. Karotten haben wir, glaube ich, noch. Ups. Karotten haben wir noch 400. 50.000, aber da ist der Preis bei 400. Da haben wir ja letztes Mal einen besseren gekriegt. Aber Dinkel ist bei 1090. Das heißt, wir sollten den Dinkel verkaufen. Und zwar as soon as possible. Da. Muss ich dann mal gucken. Vielleicht schieben wir den dazwischen. Weil da können wir dann über 120.000 Euro verdienen. Das passt mir gerade ganz gut in den Kram. Wir wollen ja die Lagerhalle noch kaufen. Für die ganzen Paletten. Deshalb werde ich, glaube ich, gleich hier vorne mal einen Stopp einlegen. Zum Hof fahren, den Anhänger ankuppeln und den Dinkel zum Lidl fahren. Ist doch Lidl, oder? Oh ne, zum Aldi, ey. Da sind wir so lange unterwegs. Aber naja, ist halt so. Die Hälfte vom Feld haben wir sowieso fast schon gekruppert. Getiefenlockert, gepflügt, wie auch immer. Die restlichen Karotten werden wir im Silo lassen, dass wir da einfach einen gewissen Vorrat haben. So, dann koppeln wir... ach. Da dingen sie ab. Fahren wir den Dinkel weg. Weiß jetzt gerade nur nicht. Ah doch, da steht er. So. Ich könnte auch probieren, ob ich den hinten dran noch kriege, aber ich glaube es eher nicht. Weil das eine ist ein Kugelkopf und das hier ist ja ein, eine Deichsel. Aber vielleicht, wenn ich beim Aldi bin. Ein bisschen müssen wir. Vielleicht haben die Blaubeeren-Anhänger, den sie mir ausleihen können. Rufen wir gleich mal an.
Weil wir müssten sonst dreimal fahren. Und wenn ich jetzt noch einen Anhänger dann mit runter nehme. Oder vom Diesel vielleicht. Mal gucken. Na, wo ist es denn? Ja. Ja, es ist. Kommst du? Fabian? Ja, Volker Varuna hier. Hallo. Ja, hallo Volker, was gibt's? Mit Patrick spreche ich jetzt, oder? Ja, mit Patrick. Ah ja. Ich wollte mal fragen, ob ihr einen Anhänger habt, den ich mir ausleihen könnte. Für die Tiere? Nee, so ein mit Aufbau zum Transport. Ja, allerdings mit Deichsel bräuchte ich einen. Wir sind gerade selbst in unserer Dinkelernte. Oh. Und wir haben unseren selbst gerade im Gebrauch. Schade. Okay, gut, dann probiere ich es mal bei jemand anderem. Ja. Danke, dann trotzdem. Schönen Tag noch. Ciao. Ebenso, ciao. Ernten die gerade auch Dinkel, ey. Der ist aber ungeschickt. Heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Weiß auch nicht, weshalb es heute so zuckelt. Welcher Blinker ist denn jetzt noch an? Keiner. Sind die auch am Dinkel ernten, ey. Ja, der Preis ist halt unschlagbar gerade mit 1090. Aber dass der gerade nicht so schnell fährt, das nervt mich viel mehr. Ist irgendwie eine Drosselung drin. Und der Trecker, der muss auch gleich schon wieder zum Service, ey. Mann. Volker Varuna, hallo? Hallo, Varuna. Hi. Brauchst du irgendwo Hilfe, weil ich habe zurzeit ein bisschen Luft. Hast du einen Anhänger? Sogar zwei, also ich habe einen Zug mit, ich kann dir sagen, wie viel ich wegbringen kann. Ich kann wegbringen 46.000. 46 nur? Ja, es sind zwei, Opa. Ja, wie heißen die? DKW, DK 280W, ich brauche halt nicht so große, weil dann sind die Strecken jetzt nicht so weit. Mm. 46.000. Also 32.000. Ich hatte eher gehofft, dass du vielleicht so einen Fliegel dann hättest. Was für ein Fliegel habe ich? Achso, wo 40.000 Liter reingehen. Du meinst den. Ja, doch, ein Fliegel. Oder? Ja, Fliegel. Doch der Blinker angelassen hier. Ja. Sorry, bin ich gerade zu blöd zu finden. Naja, ist ja auch egal. Ja, je nachdem, wenn du zu mir fährst, Dinkel lädst und zum Aldi bringst. Ja, kann ich machen. Jo. Oder Feldtiefen lockern. Hab keinen Tiefenlockerer. Aber ja, kann ich auch machen, was dir lieber ist. Ja, der Dinkel wäre erstmal wichtiger. Okay. So, da sind wir wieder. Wir hatten irgendwie ein Serverproblem. War das jetzt das Richtige? Nee.
Nein. Also, wir hatten ein Serverproblem und zwar, dass uns der Server abgeschmiert ist. Nicht das Spiel, sondern bei allen der Server. Daher muss man jetzt erst den Server wieder wechseln. Und ja, aber nun fährt mein Trecker hier auch wieder seine 63 km/h. Heißt, wir können die 50 hier einfach mal ignorieren und Vollgas durchfahren, solange keine Polizei in der Nähe ist. Aber nun ja, passiert eben. Gut, leider gibt es dann am Sonntag keine Folge diese Woche. Heißt, die 300. Folge werdet ihr nächste Woche Montag sehen. Es sind schon 300 Folgen dann bald auf der GFL gespielt. Und ja, ich muss sagen, es macht immer noch Spaß. Und wir kommen auch gut voran, vor allem jetzt, wenn wir den Dinkel dann verkauft haben. Ich hoffe mal, der Preis ist immer noch so gut. Ja, ups, das ist er. Weil wir dann um die 120.000 verdienen. Das wird toll. So. So, und ich habe gehört, dass der Xerion hier ausgetauscht wird. Ich kriege einen neuen, beziehungsweise halt das gleiche Modell, aber nicht als Mod, sondern ganz normal vom DLC-Pack, vom Class DLC. Weil der hier ist noch ein Mod-Fahrzeug. Oder? Warte mal, muss ich doch gleich mal, wenn wir abtanken, in den Fahrzeugschein gucken. Garage. Ja. Okay. Oh, ich muss gucken, wie viel Geld wir verdienen. Müssen wir ja notieren. Kredit müssen wir auch mal wieder zurückzahlen. Wir haben noch 600.000 glatt offen. Volker Varuna, hallo. Hallo. Jo. Von wo nach wo soll ich eigentlich das Geld? Also nach Aldi weiß ich von deinem Hof nämlich an. Jo. In Silo? Wie in Silo? Ja, in Silo hast du es, oder? Ja, wenn es LU nicht wieder davor gekippt hat, dann schon. Ja, ist im Silo, klar. Jo. Ja. Wie viel kriegst du jetzt rein? 46.000. Jo, gut, mach voll. Jo. Danke, ciao. Boah. Bisschen zu viel Gas. Schon wieder. Ups. Folge war ohne, hallo. Hallo, ich bin Neumann. Ah, Neumi, hi. Du. What's up? Drei Sachen. Wie viel? Drei Sachen. Ah, jetzt höre ich dich besser. Also, als allererstes die Steuern. Das will ich nicht hören. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Folge Varuna. Hi. Ja? Keine Ahnung. Vielleicht ist meine Alexa auf Steuern ausgegangen. Nee, was los? Ja, Steuern. Folge Varuna.
Ach, ist ja Neumann. Was denn du schon wieder? Ja, jetzt, was los? Also. Ja, einmal würde ich dich herzlich einladen zur Gerichtsverhandlung vom Win. Oh Gott, Wiesen. Bin ich. Warum? Was hat denn der ja. Wann? Um 18 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 14 Uhr 49. Okay. Und das zweite ist, die Firma Klaas hatte mich angeschrieben. Ja, ich habe auch schon Post gekriegt. Hab schon mitgekriegt, da soll irgendwas geändert werden. Ja, dein alter Klaas soll ja zu denen, weil da irgendwie einen Fehler gibt. Mag mich nicht melden. Die haben mir nur gesagt, die haben mir nur den neuen geschickt. Okay. Und ich würde den gleich ausliefern und den alten wieder mitnehmen. Wo steht denn der neue? Der neue steht aktuell auf meinem Hof. Okay, ich muss gleich nochmal zum Aldi, dann komme ich einfach bei dir vorbei und dann passt's. Okay, warte, dann lasse ich ihn nochmal vom LKW runter. Ja. Ja, dann lässt du den alten einfach auf meinem Hof stehen und dann kümmere ich mich um... Genau, ich nehme den neuen dann mit. Dass das wieder zurückgeliefert wird zu Lars. Okay. Jo, denn... Und als allerletztes... Ja. Wo auf einmal immer der Abbruch war. Steuern. Es sind wirklich nicht viele. Ja, was ist los? Wie viel? Es sind nur 3.800. 3,8. Überweise ich dir gleich. 3,8, jo. Kriegst du auch noch was von Kredit? Jo. Dann wären es insgesamt 35,3. Mit Steuern. Mit Steuern auch drin. 35,3. Ja, genau. Eine krummere Zahl kannst du dir nicht ausdenken. Kannst auch 36 bezahlen. Jo, mach ich. Wenn du es gleich überweisen könntest, dann könnte ich... Ja, bin gleich am Hof. Moment. Jo. Und, ach, jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Ja. Nächsten Montag ist eine Feier. Und zwar... Jubiläum, habe ich gehört. Jubiläum, genau. Bin schon voll informiert. Okay. Und wo, wie, wo, was, wann? Holger? Ja, Moment, bin am Telefon. Mach du zuerst. Ja, okay. Und zwar, da wollen wir mit der ganzen Gemeinde, Fußball spielen. Oh yeah. Also Träger, mit einem Trägerfußball. Ja, ja, können wir ja. Okay. Oben beim Fußballplatz, wenn du noch weißt, wo. Jo. Moment, muss gerade Drehschemel rückwärts. Ja, okay, nächste Woche Montag bin ich dabei. Jo. Das war's jetzt aber auch tatsächlich. Jo, gut. Ich bin dann gleich auf dem Weg zu dir. Jo. 36 überweist du auch gleich? Ja, habe ich. So gut wie schon erledigt. Okay, dann. Jetzt bin ich rumgefahren wegen dir. Warte. Wow. Geld überweisen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, überweisen. Jo. Denn gut, bis später. Bis dann immer. Tschö. Tschö. Gut, so, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen um 16 Uhr wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.